Willkommen Filmfreunde, ich hab da wieder was. Heute geht es mal um einen sehr, sehr schönen Animationsfilm von Walt Disney Studios. Es geht hier um Vaiana, das Paradies hat einen Haken. Der Film ist von, oder der Animationsfilm ist aus 2017, aber wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr schöner Familienfilm, hat eine wirklich sehr, sehr tolle Geschichte zu erzählen. Und ein wirklich farbenfrohes Universum, sage ich mal. Also eine richtig schöne ein schöner Animationsfilm, der es wirklich in sich hat. Und das Ganze möchte ich einmal mit euch auspacken. Ich habe es schon ausgepackt gehabt, weil der Film gelegentlich doch in unserem Player landet. Und ich eben trotz allem euch mal eben das Stil vorstellen möchte, denn das ist das Schweizer Import mit deutschem Ton. Und die Produktion war 2016 erschienen, ist das Ganze am 6.4.17, sind 107 Minuten und in 3D. Ich zeige euch das mal. Ich nehme mal einmal die Folie ab. So, wie gesagt, ich hatte es schon ausgepackt. Hier ist einmal die Egypt-Card und hier stehen halt alle Informationen drin, die man haben muss und braucht. Wie gesagt, es ist ein Schweizer Import mit deutschem Titel und auch deutscher Schrift. Packe ich mal zur Seite. So sieht das Ganze aus. Es ist wirklich auch sehr, sehr glänzend gehalten. Also ich stehe ja total auf Glossy. Und das ist richtig, richtig glossy. Ich weiß nicht, ob man das so einfangen kann, jetzt auch mit dem Licht. Aber richtig, richtig schick. Und das ist einmal die Vorderseite. Dann haben wir hier einmal das Spine. Und hier ist dann halt einmal der Filmverleiher. Dann haben wir hier einmal schön in Bildern. Ja, haben wir hier Vaiana zum Beispiel. Also auch richtig gut gemacht, das Spine. Finde ich auch ganz toll. Sieht auch im Regal immer ganz schön aus, wenn man dann seine Disney-Stils hat. So, dann haben wir hier die Rückseite und dann haben wir hier auch die hawaiianischen Tattoos, die da halt mit bei sind oder die halt eine hawaiianische Geschichte ja auch erzählen. Und es ist wirklich sehr schick gemacht. Also mir gefällt das Stil. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung, packe ich mal zur Seite, so sieht das Ganze dann aus. Dann ist einmal hier das 3D Blu-ray, so sieht die ganze aus, das packe ich mal zur Seite. Hier ist dann einmal die normale Blu-ray, die packe ich dann auch mal zur Seite. So sieht das Ganze von innen aus, finde ich auch wirklich sehr, sehr schick. An sich das ganze Stil finde ich klasse. So sieht das geöffnet aus. Wie gesagt, sehr hochglänzend und sehr schön gemacht. Ein wirklich klasse Animationsfilm. Also man hat da richtig, richtig Spaß. Und da ich das Glück habe, dass ich noch eine kleine Tochter habe, die genauso wie ich Spaß an Animationsfilm hat. Ich bin mit Animationsfilmen und Animes und Mangas und solche Sachen natürlich auch groß geworden. Das ist so auch mein Ding bis heute noch. Gucke ich auch immer noch gerne. Und solche Animationssachen gucke ich auch immer sehr gerne. Ob es jetzt Disney und Co. ist. Ich lasse mich immer wieder neu verzaubern und das mag ich halt. Das war es dann auch schon. Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Wie gesagt, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes und glossy Stil. Und wer diese Art von Filmen oder an sich die Animationsfilme mag, sollte auf jeden Fall mal reingucken, weil das ist ein wirklich schöner Familienfilm. Und für so einen richtig schönen Familienabend ist der wirklich eindeutig nicht zu toppen. Also der ist wirklich sehr, sehr schön. Das war's dann auch schon und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, arrivederci, bye bye, euer Daniele. Danke, dass du zugeschaut hast und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ihr so richtig Bock habt, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei. Unter Daniele Steelbooks bin ich zu finden. Da gibt es noch wesentlich mehr zu schauen und zu sehen. Ciao.